Hallo liebe Zuschauer, willkommen zum 1.11 Minecraft Let's Play. Ich habe lange darüber nachgedacht, wieder Minecraft zu Let's Playen und auch lange zu Let's Playen. Und jetzt habe ich einfach mir gesagt, ich werde jetzt Minecraft an zu Let's Playen, werde auch 1.12, 1.13 Let's Playen und die Welt zu lassen. Ich denke mal, ja, ich wollte ja West Let's Playen, also Wild Westen. Ich wollte Wild Let's Playen mit einfach Wildnis und so. Und ich denke, ich mache einfach ein normales Minecraft Let's Play, aber werde Challenges machen noch nebenbei. Aber ganz lustige Challenges, oder? Ja, nicht ganz so Ding. Ich werde vor allem Minecraft nicht so spielen, wie alle spielen, sondern ich werde einfach manche Sachen nicht machen. Dafür alles zeigen. Gut, wir nennen es einfach Minecraft Let's Play. Cheats erlauben, weil eventuell müssen wir uns rauspacken oder sonst irgendwas. Bonus-Tour natürlich nicht an und wir nehmen zerklüftet. Komm, wir nehmen zerklüftet. Gut, neue Welt erstellen. Ich hoffe auch, dass die Dinge generiert werden. Ja, ja, die werden schon generiert, oder? Die neuen Monumente. Das sieht aus. Wow. Boah, gut. Also, wir werden zuerst auf leicht spielen, dann normal und dann schwer. Ich werde ja auf jeden Fall genüsslich spielen. Ich werde nicht durchspurten. Und ich werde Rollenspieltypisch spielen, aber natürlich nicht per, ja, ich bin ein, der in die Welt gefangen ist oder so, sondern ich werde das spielen, wie ich es zocken würde, wenn ich einfach alle Zeit der Welt hätte und einfach, ja, so wie ich es gerne auch hätte, wenn ich alleine spielen würde, gell? Also wir sind hier gestartet. Ich tue mal, das Holz hier abbauen. Okay, irgendwas spackt herum. Gut, dankeschön. Sehr nett. Also, ah, jetzt geht's. Irgendwie kann es sein, dass die Welt noch am Laden ist. Das ist etwas, keine Ahnung. Ich werde hier mal den Spawn markieren. Einfach so, weil ich Spawn markieren will. Weil ich auch einen Server habe. Also, wenn ihr Lust habt, dann kommt gerne mal auf meinem Server, der ist bald öffentlich. Jetzt ist noch whitelistet, also müsst ihr noch Bewerbung schreiben. Aber wenn er öffentlich ist, weil wir müssen einfach die Plugins noch alles anpassen. Okay? Ja, wenn es öffentlich ist, ist es wahrscheinlich auch 1.11 vielleicht schon. Wenn dann endlich mal Sesslik sich wieder meldet. Auf jeden Fall werden wir jetzt einfach Minecraft spielen. Ich will wieder ein schönes Let's Play machen und die Folgen kommen. Hoffentlich, ja, ich sage definitiv jeden Tag. Und, ja, ich habe eben jetzt auch gedacht, ich werde hier eine Amplified Welt machen. Ich werde einfach bauen und ihr dürft wählen, was ich baue und so weiter, gell? Also immer dürft ihr entscheiden, wann und wie ich etwas bauen soll und so weiter. Ja gut, also jetzt haben wir mal Holz gesammelt. Wir brauchen jetzt noch eine Höhle irgendwo. Muss ich dort drüben? Ja, ich werde wahrscheinlich dort drüben hingehen. Ich werde sicher mal hier aus dem Sumpf gehen. Ich mag Sümpfe irgendwie nicht so in Minecraft. Sie sind immer so recht speziell. Sie sind schon realistisch, aber... Oh, das sieht ja mal cool aus dort. Vielleicht dort oben, hä? Aber ich mag Sümpfe nicht. Ich bin einer, der mag Sümpfe nicht. Es gibt viele, die mögen Sümpfe nicht. Weil es halt einfach so ist. Also, wir werden sicher auf die Reisen gehen viel. Wir werden unseren Spaß haben. Wir werden Challenges machen. Irgendwie ist alles ein bisschen laggy. Ich muss da mal ein bisschen etwas runterstellen. Tut mir leid. Das ist unerwartet. So. Ich muss ja nicht so hohe Sichtweite haben. Hinten ist ein Mega-Tiger-Biom oder so etwas. Gehen wir dorthin, hä? Also, zuerst einmal Holz.
Dann eine Werkbank. Ja, ich hoffe, dieses Let's Play kommt auch ein bisschen besser an. Es kann halt einfach sein, dass wenig zuschaut. Aber schaut auf euch und nicht auf die Aufrufe. Wenn ihr das toll findet, das Let's Play, dann dürft ihr das gerne schauen, gell? Aber auf jeden Fall werde ich mir Mühe geben, dass das Let's Play auch toll wird. Und ja, so weiter. Also, wir haben eine Steinspitzhacke. Damit bauen wir noch mehr Holz ab. Und auch Kohle. Also jetzt geht's wieder. Ich habe einfach irgendwie, auf dieser Welt ist immer das ein bisschen begrenzt. Ich muss einfach die Sichtweite ein bisschen runterstellen. Jetzt geht's ja wieder. Prima. Ja, auf jeden Fall bin ich schon echt gespannt, gell? Ihr dürft mir jederzeit etwas schreiben, ihr dürft jederzeit liken, ihr dürft jederzeit einfach schauen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das so ablaufen wird. Ich werde natürlich relativ schnell auch das Menschen zeigen. Auch wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Ja, ich werde auf jeden Fall keine Todes-Challenge machen, wie dass ich nicht oft sterben darf oder sonst irgendwas. Ich spiele das Game, wie ich es halt will, auch halt mit Toten und so weiter. Ja. Nicht da drüben. Okay, jetzt brauchen wir noch 8 für den Ofen. Das bauen wir schon mal ab. Ja, noch ein bisschen Kohle abbauen für den Ofen. So ist gut. Ich denke, ich baue ein bisschen schweizerisch, weil auf dem Server habe ich mit Kevin einfach mal ausgedacht. Ich mache mit ihm ein schweizerdeutsches Reich in der Mittelalterwelt. Deshalb, ja. Der Kevin ist übrigens der 19Gamer97 und er möchte eigentlich auch so genannt werden, aber ich nenne ihn immer Kevin, weil ich es nicht anders kann. Gut, also jetzt müssen wir hier noch ein bisschen einen Ofen machen. Mehr brauchen wir gerade nicht. Ja, jetzt gehen wir mal dort hinten, ne? Auf den Berg. Also, auf jeden Fall werden wir sicher tolle Sachen unternehmen. Wir werden Sachen machen, was ihr vorschlägt. Wir werden große Sachen machen, kleine Sachen machen. Alles zusammen. Das reinste Chaos. Und so weiter. Ja, das ist leider kein Mega-Tiger-Biome. Ich liebe die Mega-Tiger-Biome. Das müsst ihr wissen jetzt schon. Ja. Wir müssen irgendwo, wo wir uns schützen könnten, hin. Ich weiß aber nur nicht, wo. Sieht aber irgendwie aus. Man kann leider nicht zoomen. Ich habe keinen Optifine mehr. Ich werde hier mal noch eine Birke mitnehmen. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich werde mal GP mit, nein, ich keep inventory, Mob Griefing ausmachen, weil ich bin. Nein, ich werde es nicht ausmachen. Soll ich es ausmachen oder an? Ist doch ein Mega-Tiger-Biom. Nein, es ist kein Mega-Tiger-Biom. Es sieht nur so komisch aus, weil das Texture-Pack so niedrig aufgelöst ist. Okay. Schade. Ja, eventuell werde ich das Texture-Pack auch verwenden. Ich werde es mal anmachen. Okay, ich kann es nicht anmachen. Ich werde es dann anmachen, wenn es kompatibel ist, gell? Vielleicht im nächsten Part dann schon. Doch, es ist ein Mega-Tiger-Biom, wenn hier eins ist. Aber wieso ist es so komisch aufgeteilt?
Es ist ein mega Tiger-Biom. Ich bin der glücklichste Mensch, ich bin der glücklichste Minecraft-Zocker, den es gibt. Ich habe ein mega Tiger-Biom. Ist das nicht Grund genug, mich zu lieben? Mich zu verwöhnen? Hä? Ich werde mich verwöhnen lassen. Ja, wo könnten wir uns in Sicherheit wiegen? Irgendwo ein bisschen weiter oben, aber nicht dort, wo es schneit. Ich werde ohne Mob Griefing Let's Playen. Ja, es ist ein bisschen schade. Es könnte sein, dass mich die Welten nicht mehr mögen, weil sie zu zerstört sind oder so Sachen. Sie werden es mir heimzahlen. Also jetzt sage ich mal, die erste Challenge, die ich machen will, ich will so wenig wie möglich das Schwert benutzen. Ich mag das Kampfsystem des Schwertes nicht so. Natürlich auch der Äxte und Spitzhacken, aber die brauche ich ja nicht zum Kämpfen. Ich werde einen Bogen nehmen. Ich werde so oft wie möglich mit einem Bogen kämpfen. Ich werde Wölfe einfach zähmen und werde die als Unterstützung gebrauchen. Werde halt immer wieder ein paar opfern müssen und so weiter, aber ja, das ist einfach mal am wichtigsten, gell? So, jetzt sind wir hier. Hier vorne wollte ich eigentlich jetzt mal hin. Hier haben wir auch Schaf, das ist sehr gut. Dann machen wir uns doch gleich mal vielleicht hier unten oder so. Wir machen jetzt uns gleich mal das Wichtigste. Und zwar Eisen sammeln. Und eigentlich müsste ich die Schafe töten. Muss sie töten. Ich gehe sowieso irgendwo anders dann hin. Aber jetzt auf jeden Fall mal in Schutz bleiben. So. Damit wir einfach ein Bett haben. Das ist das Wichtigste. So. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein Bett machen. Ich werde das Bett am Anfang einfach noch mitnehmen, hä? Weil bis wir etwas haben, das schön aussieht, geht es halt noch einige Zeit. Es ist halt jetzt alles kliffig. Das ist nun mal so. Wir müssen viel Essen mitnehmen und so weiter. Aber ich finde ein Bliffet einfach wunderschön. Ja. Ja, vom Server gibt es auf jeden Fall noch eine Craft Attack World. Da könnt ihr Craft Attack machen mit Kollegen und so weiter. Es sind schon ein paar Leute dort, die sind ganz, ja, genüsslich. Die spielen einfach, wie sie können, wie ihr auch. Und wenn ihr eben draufkommen wollt, dann dürft ihr draufgehen auf diese Welt. Aber wie es aussieht, ist sie halt ein bisschen gesperrt für Leute, die noch nicht bei Backware und Teigware angemeldet sind. Und deshalb müsst ihr euch da auch noch anmelden, einfach euch melden, glaube ich. Und dann habt ihr Zugriff. Und das hier sollte auch ein bisschen eine Art Kräftedeck sein, einfach natürlich besser. Nein, also ihr wisst ja, ich bin ja nicht der Profi-Let's Player. Ich bin einfach ein Let's Player und ich möchte da nicht allzu viel Scheiße erzählen, hä? Ah, wir haben kein Birkensetzling mitgenommen. Ja, wir bekommen wieder Birken. Ich will einfach schon am Anfang mit Birken bauen. Deshalb. Tja. Also ich werde eben das sag jetzt schon. Sag mal hallo. Ich muss kurz schauen. Danke fürs Abbrechen. Wunderbar, hä? Läuft doch sehr gut schon am Anfang. John Smith. Ja, ich habe John einen vom Gedächtnis gehabt, aber Smith nicht. Ja, manchmal hat man halt einen roten Faden. Keinen roten Faden. Ich brauche einfach Setzlinge jetzt und dann gehe ich wieder weg. Fertig. Ich tue jetzt mal 4 Setzlinge am besten sammeln. Ich werde wahrscheinlich nicht im Mega-Tiger-Biom sein. Ich will nur eins haben, damit ich das Holz und so mitnehmen kann. Und das Pozoll. Ich
Ich weiß nicht, ob man das Pozoll... Ja, das kann man sicher craften irgendwie, gell? Ja, zwei Fichtensetzlinge habe ich schon mal. Ich werde irgendwo hingehen, wo ich einfach Platz habe. Und wo ich nicht runterfalle. Ja, ihr seht's. Ich falle relativ schnell um. Ich mag zum Beispiel das Gras jetzt nicht so. Ich würde alles gerne aus Pozoll machen. Aber ihr seht ja. Oh, Lava. Oh, wow. Oh, oh. So. Also Nahrung haben wir auch noch nicht. Deshalb müssen wir das noch sammeln. Ja, eventuell muss ich halt hier bleiben. Und da haben wir keine Gräser. Ich werde jetzt mal schauen, was da hier hinten dran ist. Eventuell hier wohnen? Ich denke eher nicht. Wo sind die Monster? Ich habe noch kein einziges Monster gesehen, oder? Habt ihr schon eins gesehen bis jetzt? Schreibt es in die Kommentare. Hm. Ja gut. Kann überall sein. Also 1.11 ist seit dem 18. oder 16. oder 14. 12. Irgendwann ist es rausgekommen und hat mich wirklich nicht interessiert, dass es rausgekommen ist. Weil ich eben ja gesagt habe, ich möchte in 1.10.2 bleiben wegen dem Server. Und deshalb, ja, ist es halt so gewesen. Genau deswegen meine ich auch, die Monster sind manchmal recht verbuggt. Die gehen einfach mich rein. Oh, scheiße. Ich kann fast nicht mehr etwas riskieren. Ich werde eventuell hier bleiben. Irgendwo hier. Da oben. Ich werde da drauf gehen. Hab die Creeper. Uiuiui. Ich werde irgendwie dort drauf gehen. Ich gehe jetzt mal hier auf einen Baum. Ja, wird schwer, hä? Aber wir kommen da hoch. Unten werden wir dann die Tiere hin tun. Und ja. Aber eben, ich werde so wenig wie mit dem so wenig wie möglich mit dem Schwert kämpfen. Das ist meine Challenge. Ich muss halt jetzt mit dem Schwert kämpfen, vor allem gegen Zombies, weil die sich ja natürlich auch andere Leute holen. Also ja, sich verbinden sozusagen zu einer Gruppe. Das ist leider so. So, also Holz haben wir schon. Machen wir mal ein Holzhütchen. Und ich werde auf jeden Fall mehrere Hütten bauen. Ich werde ganz viele Hütten bauen. Ich werde schöne Hütten bauen. Ich werde hässliche Hütten bauen. Ich werde lustige Hütten bauen. Ich werde keine lustigen Hütten bauen. Und so weiter. Also, es ist allerhand da. Und es ist wirklich kein 1.11 Let's Play, sondern ein Let's Play, das auch mehrere Versionen dann mit einfasst. Hä? So. Ich werde nicht ganz bis nach oben gehen. Also wir müssen jetzt mal ein bisschen Fichtenholzbretter machen. So. Gehen wir da drüber. So. Perfekt. Jetzt müssen wir uns noch eine Treppe bauen. Wie werden wir Essen bekommen? Komm, wir machen eine Angel. Ich werde sehr... Ich mache noch eine Vegan-Challenge nachher. Nein, nein. Gut. Ja, dann muss ich da... Komm, wir machen das drinnen. Wir machen hier einen Weg nach oben.
Ja, aber auf jeden Fall werde ich das Let's Play auch spannend machen. Ich werde es lustig machen und so weiter. Gell? Also, jetzt sind wir oben. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal ausleuchten. Hier unten. Hier oben. Da. 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 Und da. Und weiter nach oben gehe ich jetzt noch nicht. Ich möchte hier auf jeden Fall mal einen Garten machen. Und ja, ey, das sieht wunderschön aus. Dort brennt sogar noch etwas. Ist dort eine Lavagrube? Ich bin der glücklichste Minecraft-Zocker der Welt. Des Universums. Das sieht man jetzt, glaube ich, gerade. Ich bin ja einer, der eher ein bisschen weniger lacht. Ich treibe nicht mit dem Lachen im Let's Play. In jedem Video und auch bei Kollegen übertreibe ich nie. Also deshalb werde ich einfach halt manchmal ein bisschen stiller sein, als ihr es wollt. Ja, gut. Nein, das Bett nehme ich ja mit. So, ich werde auf jeden Fall jetzt mal... Ich brauche ein Dorf oder so etwas. Naja. Ich nehme jetzt mal das Fleisch. Nein, danke. Ich habe falsche ausgewählt. So, das falsche ausgewählt. Oh, diese Höhle, die muss ich... Da muss ich etwas reinbauen. Ja, sieht schon perfekt aus, oder? Sieht wunderschön aus, vor allem der Baum. Der Berg sieht cool aus da. Also, ich werde mir noch ein bisschen Gedanken machen über diese Welt. Ich habe ja Gedanken schon über das Let's Play gemacht. Wenn ihr Verbesserungswünsche habt oder eben Challenges habt oder sonstige Sachen, die auch relativ lustig sind, also Spaß machen, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall jedes der Kommentare beantworten. Bitte spamt nicht, macht keine Werbung und so weiter. Das wird alles nicht veröffentlicht. Das kann nur ich lesen. Und ich lese nicht mal jedes Spam oder sonstige Sachen. Und ja, wir müssen jetzt schnell nach unten gehen. Hä? Gut, wir haben das Bett noch dabei, ja. Wenn ihr wollt, können wir da auch relativ gemeinsam das Let's Play machen. Es kann sicher jemand auch mal zu mir in die Welt kommen mit einem, ja, dieser Option Alan, ja, mit der Alan könnt ihr in die Welt kommen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch ja, dann auch etwas bauen oder so etwas, aber ja, ich werde es auf jeden Fall sagen dann. Da haben wir mal genug Schafe. Wir haben eben noch keine Schere. Ich bin jetzt gerade am Suchen, wo wir hingehen sollen. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Ja, toll. Das wird ein Spaß, aber ich hab's ja so gewollt. Ich hab's so gewollt und das werde ich auch so machen. Na gut. Ich werde aber in dieser Welt bleiben. Ich werde keine andere Welt machen. Ich will keine normale Welt machen. Wenn ihr normale Welten haben wollt, dann dürft ihr auf meinen Server kommen. mc-wild@gym.com. Also .gym.com ist ja die Webseite. Und wenn ihr Fragen habt, eben per PN oder hier unter das Video, je nachdem, was ihr wollt. Und ja, wenn ihr
Lust habt, dürft ihr mir gerne ein bisschen helfen. Entweder spenden, ein bisschen Werbung machen über mich. Oder einfach Kollegen sagen, oh, da gibt es einen guten Let's Player. Kommt auch mal und schaut ihn an. Weil ich könnte es gebrauchen, weil ich mache mir einfach immer wieder sehr viel Arbeit und werde nie so richtig belohnt dafür. YouTube ist heute einfach keine Belohnungs-Webseite. Das ist nun mal so. Hey, wer greift mich jetzt an? Kommt mal wieder dahin. Ein super Schluss für dieses Let's Play. Ein super Schluss. Sicht ab. Oh je. Oh. Ein Loch. Das Loch des Bodens. Ohne Boden. Gut, also. Ich werde im nächsten Part weitermachen. Natürlich. Und werde jetzt mal schon mal den Part beenden, weil jetzt haben wir eine gute Position. Ich werde im nächsten Part natürlich das Texture-Pack noch verwenden, wenn es geupdatet schon ist. Und ich werde im nächsten Part auch noch eben die Sachen sagen, die ich so ein bisschen ausgedacht habe. Bitte unterstützt mich auch. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr alles verbessert haben wollt. Und ja, Wünsche. Ja? Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Dragobaster. Tschüss. Und das Let's Play wird so lange gehen, bis ich wirklich keine Lust mehr habe. Und ihr auch nicht mehr. Tschüss.